Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer xGamer032x. In diesem Part geht es weiter hiermit, mit dem Erkunden dieses Caves. Wir sind letztens hier... Ui, es geht ganz schön weiter hinten lang. Wir sind letztens hier stehen geblieben und wir machen dann auch einfach mal hier so weiter. Hier seht ihr das so ganz selten, zwar wenige Pixel zu sehen, aber da drüben, so bei den Blöcken, seht ihr manchmal Lava hier. Da, habt ihr das gesehen? Ganz kleine weiß-gelbe Punkte. Das ist wirklich ein kleiner Render-Bug, der uns zeigt, dass da hinten wieder Lava ist. Persönlich habe ich langsam die Schnauze voll von Lava. Muss ich selber ganz ehrlich sagen. Wo ist denn hier das Becken zu Ende? Okay. Gut, hier ist das Ende. Uiuiui. Also wenn wir hier nicht lang gegangen wären, dann hätten wir ganz schön was verpasst. Und zwar Gold. 2, 3, 4. 4 Gold. Ist hier das Ende? Ja. Hier ist das Ende. Naja, egal. Wir hätten sonst 3 Eisen verpasst. Quatsch hier. 3 Gold. 4 Gold verpasst. Das hätte ich mir nicht erlauben können. Immer alles einsammeln, was wertvoll ist. Hier ist Eisen. So. Hier geht das noch ein bisschen weiter, oder? Auch nicht. Gut, dann haben wir das ja auch alles durchgeguckt. Glaube ich. Ja. Ich höre Wasser. Also kann es dann noch nicht so ganz gewesen sein. Also das interessiert mich jetzt mal, wo hier noch Wasser ist. Da werden wir jetzt einfach mal den kleinen Render-Bug benutzen. Oh, direkt vor uns. Wir bloß 2, 3 Plätze weiter graben müssen. Schon wären wir hier rausgekommen. Lol, wir waren. Das war eben unser Alter und da haben wir Diamanten übersehen. Lol. Egal, jetzt sammeln wir die Diamanten auf jeden Fall ein. 2 konnten wir gerade schon mal sehen, also werden da wohl noch ein paar mehr sein als die 2. Glaube ich. Gucken wir jetzt einfach mal. So. Wie viel haben wir denn da mal? Lol. 1, 2, 3, 4. 4 Diamanten haben wir wieder gefunden. Also Mann. Wir haben Glück. Ich würde dann auch sagen, dass wir langsam, wenn wir hier nochmal lang gehen, vielleicht finden wir hier noch was. Haben wir nämlich auch noch nicht erkundet. Jo, hier haben wir noch Eisen. Jo, hier haben wir noch ganz schön viel Eisen gefunden. Jetzt haben wir schon wieder ein Stack und 19 Eisen. Dann haben wir noch 40 Gold, fast einen ganzen Stack. Und 19 Diamanten. Also davon könnten wir uns jetzt gleich erstmal eine richtig schöne neue Diamantenspitzhacke bauen. Weil unsere gibt ja so langsam den Geist auf. Außerdem würde ich mal so sagen, dass wir uns hier mal etwas Schönes hinbauen. So eine Art zweites Lager. Ja, so könnte man das nennen. Zweites Lager könnten wir hier jetzt bauen. Das wäre ganz leicht zu bauen. Wir haben noch etwas Holz dabei, oder? Ja. Wir haben noch Holzplanken auch noch dabei.
Holzplanken und wir haben Stufen noch dabei. Können wir alles benutzen. So, das Ganze hier mal ein bisschen schnell verschnellern mit der Diamantspitzhacke. So, und dann bauen wir hier das vorne einfach zu. Das wird dann unser Lager sein. So. Ja. Als nächstes brauchen wir eine Workbench. Gott sei Dank hatten wir noch Holz dabei oder allgemein irgendwas Sachen mit Holz. Weil sonst hätten wir uns das auch nicht mehr machen können. Jetzt machen wir erstmal eine neue Diamantspitzhacke. Ich muss sagen, ich finde das recht komisch. Letztens hatten wir noch nicht mal genug Holz für, was weiß ich, irgendwelche Sachen. Und auf einmal haben wir ganz viele Diamanten schon, ne? Also das ist echt etwas komisch, finde ich. Erstmal werden wir unsere alte Diamantspitzhacke verbrauchen. Bevor wir die neue anfangen. So, ich werde hier jetzt nochmal mit Hilfe des Renderbugs. Ich weiß, ist zwar nicht gerade die fairste Art und Weise, sowas zu finden, aber das nervt halt auch total, wenn man planlos durch die Gegend gräbt, ohne dass man wirklich war, wow. Da hinten. Guck mal da hinten hin, wo ich jetzt damit hin zeige. Da seht ihr Diamanten. Da ganz unten am Fußboden. Ob wir nochmal lang gehen sollten? Ja. Da werden wir jetzt auch nochmal lang gehen. Und wenn wir den erkundet haben, wirklich keinen mehr finden, keinen Cave, dann werden wir diese Höhle tatsächlich verlassen. Weil ich vermisse die Oberfläche. Irgendwie. Kurz einen Redstone hier abbauen. Eigentlich will ich Redstone gar nicht mitnehmen. Ich mache das jetzt halt nur, damit wir da durchkommen. Weil ich finde jetzt Redstone im Moment übelst unnötig. Ich weiß zwar auch, dass man damit irgendwie komplexere Stromsachen bauen kann, aber ist halt nicht so mein Ding. Ja, hier hören wir schon mal Wasser. Also gleich müssten wir angekommen sein. Ja, hier haben wir unseren Cave. Ein Lava-Cave, denke ich mal, oder? Ne, wir waren. Achso, das war unser alter. Oh Mann. Das war unser alter Cave. Lol. Auch unser alter Cave. So, wir werden hier jetzt nochmal den kleinen Renderbug benutzen. Weil ich höre ja das Wasser. Ich denke mal, ihr hört das selber. Ich will jetzt wissen, woher das kommt. Also es muss aus dieser Ecke... Ach so! Ah, bin ich blöd. Hier kommt das Wasser her. Habe ich ein bisschen spät erst gecheckt. Ich dachte, wir haben Wassercave gefunden. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, so langsam kommen wir auch dem Ende zu. Dass wir hier unten rumhocken. Ja. Drücken wir mal ganz schnell F hintereinander. Ihr seht die Flammen.
Nee, das machen wir nicht. Das bringt alles nur zum Laggen. So. Gut, ich würde sagen, wir könnten so langsam... Okay, doch nicht. Ich dachte jetzt, wir könnten das schon wieder verlassen. Ich habe mich irgendwie schon etwas gefreut, wieder an die Oberfläche zu kommen. Aber das kann ich mir jetzt abschminken, weil hier haben wir noch richtig viel zu erkunden. Finde ich auch immer recht interessant, wenn wir halt was Neues gefunden haben und so. Aber auf die Dauer ist es halt auch wirklich langweilig. Ich denke mal auch für euch etwas. Deswegen... Ja... Ich probiere es wirklich, dass wir hier wieder rauskommen. Nur das Problem ist halt, wir finden immer wieder neue Caves. Und wenn wir neue Caves finden, bin ich halt so, ich muss es unbedingt alles erst erkunden und dass wir dann erst loszuckeln. Okay. Ich würde sagen, das ist hier ein stinknormaler Cave. Okay. Okay, oder doch nicht. Dass er normal ist, könnt ihr euch, glaube ich, wieder abschminken. Hier haben wir wieder etwas Größeres entdeckt. Das markiere ich mir hier mit ein paar mehr Fackeln, dass wir wissen, von da sind wir gekommen. Jo, das könnt ihr vergessen. Das hier ist kein normal großer Cave. Wir haben schon wieder einen sehr großen Fund gelandet. Hier ist unsere Diamantenspitzhacke kaputt gegangen. Ja, gut. Oh Mann, ich habe mich so gefreut, dass wir hier raus können. Cave, Tomb. Oh Mann, oh. Guckt euch das da hinten mal alles an. Wir haben wieder etwas sehr Großes hier entdeckt. Wart jetzt schon? Mein Timer hat gerade Alarm geschlagen, dass hier der Part zu Ende ist. Ich bin der Meinung, ich habe den auf 12 Minuten oder so gestellt. Ach, hier ist der Cave schon wieder zu Ende. Das trifft sich gut. Gut. Im nächsten Part gehen wir tatsächlich wieder an die Oberfläche. Wir haben hier alles gesammelt. So gut wie haben wir alles mitgenommen hier. Weil ich finde, hier ist nichts mehr. Oh, doch, hier. Auf jeden Fall, beim nächsten Part werden wir uns... Ja, uns. Wieso sag ich immer uns? Naja, ist halt so eine Macke. Also, im nächsten Part werden wir uns damit beschäftigen, dass wir hier wieder rauskommen. Das sprich, wir graben uns einfach ganz starr nach oben. Werde ich vorher nochmal mit dem Bug kontrollieren, ob wir nicht denn in ein Lavabad graben, dass die Lava uns also von oben entgegenkommt. Das wäre dann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und ja. Ja, hier endet der Part. Im nächsten Part geht es hier an der Stelle weiter, bei dem Wasserfall hier. Ich werde in der Zeit nichts machen. Hier könnt ihr noch mal gucken, was wir so alles gefunden haben. Sehr viel. Werden wir dann einfach nachher abbrechen und nach oben gehen, wieder an die Oberfläche. Und ja, bis zum nächsten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ratet, rate, comment und abonniert mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Xgamer032x. Ciao.